Ich gehe gerne Wallfahrten. Im Wallfahrten ist für mich mit den Füßen beten. Pilgern ist für mich auch über mich selbst nachdenken und zu mir selbst kommen. Die meisten Wege unseres Lebens sind Pilgerwege. Das Leben ist ein Aufbruch, ein Ankommen, oft auch ein Abschied nehmen. Pilgern bedeutet für mich, alleine oder gemeinsam auf ein Ziel hin unterwegs zu sein. Der sich auf den Weg macht, dieser Mensch, nimmt sich mit und sein Leben mit. Es geschieht etwas auf diesem Weg und er hält durch auf diesem Weg in der Hoffnung, dass sein Leben gewandelt wird, einen Neuanfang möchte er wagen. Am Ziel angekommen, gestärkt, auch aus der gemeinsamen Erfahrung des Unterwegsseins, kehrt die Wallfahrerin, der Wallfahrer wieder mit neuer Hoffnung und Kraft auf die Pilgerwege seines täglichen Lebens zurück. Etwas ganz Besonderes gibt es wahrscheinlich nur in Burgenland. Das ist die Kopie der Maria Zella Madonna, die mit der Wallfahrt der burgenländischen Kroaten verbunden ist, die jährlich mitgetragen wird nach Maria Zell und wieder mit nach Hause genommen wird in unser Burgenland und Jahr für Jahr in eine andere Pfarre kommt. Man kann sich in einen Weg verlieben, in einen Wallfahrtsort verlieben. Man kann die Menschen, die mitgehen, sich mit mir auf den Weg machen, schätzen lernen und neu sehen lernen. Jede und jeder von uns hat auch im Stillen so Orte, wo man gerne hingeht, wo man dankt, wo man weinen darf, wo man einfach daheim ist. Auch hier in unserem Land gibt es zum Beispiel diesen schönen Wallfahrtsort Maria Weinberg, mitten in den Weinbergen, der nahezu einlädt, anzuhalten und hineinzugehen. Wir befinden uns hier in der schönen Wallfahrtskirche Maria Weinberg oder im Volksmund sagen die Leute gerne, sie gehen herauf zur Weinbergerin. Man sieht auch immer bei den Wallfahrtsgruppen, dass doch sehr viele junge Menschen, auch Familien mit Kindern, an diesen Wallfahrten teilnehmen. Maria Weinberg wird auch gerne angenommen bei den jungen Menschen, wenn sie hier bei der Gottesmutter vor Gott den Bund der Ehe eingehen. Wenn Menschen hierher nach Güssing kommen, als Pilger, als Wallfahrer oder viele auch als Touristen, dann kommen sie, um hier bei der Gedenkstätte des seligen Ladislaus zu beten. Eine so reiche Landschaft an Wallfahrtsorten mit den Kirchen, Basiliken, mit den Martinskirchen, Marienkirchen, mit den vielen Wegen lädt ein, dass wir sie kennenlernen und ich möchte Sie einladen, sich auf den Weg zu machen, vielleicht in kleinen Etappen, vielleicht zu Fuß, mit dem Fahrrad, Orte, die leicht erreichbar sind und in spannender Weise die Vielfalt vom Süden bis zum Norden uns sichtbar machen. Ich darf euch recht herzlich bei uns in Loreto begrüßen, in Loreto im Burgenland. Ja, warum steht diese Wallfahrtskirche hier? Warum gibt es uns? Wir dürfen hier bei uns eine Kopie des Heiligen Hauses von Loreto haben, das ja der Überlieferung nach das Haus Mariens ist, das Haus, in dem Maria gewohnt hat. Und
Wir dürfen ja sehr viele Gruppen und auch einzelne Personen begrüßen. Und ich höre von denen auch sehr oft einen Satz, nämlich den Satz, da fühlt man sich wieder heim. Und ich sage dann auch immer, wo Maria, die Mutter Gottes, zu Hause ist, da sind auch wir zu Hause. Und so darf ich auch euch hier ganz herzlich begrüßen. Ich glaube, dass es wieder moderner auch wird, auch für junge Leute, Wallfahren zu gehen, um in sich zu gehen, also wieder selber kennenzulernen. In der Pfarre Forkenstein gibt es 4 verschiedene Segenwürdigkeiten. Erste ist die Heilige Stiege. Heilige Stiege ist 300 Jahre alt. Das ist ein Nachbild von Heiliger Stiege an der Lateran Basilika in Rom. Die Seite haben wir hier das Glockenspiel. In der Kapelle gibt es 6 Sprachen von Ave Maria. In dieser Meditationsort haben wir 7 Stationen von Maria Schmerzens. Liebe Besucherinnen und Besucher der Basilika Frauenkirchen, ein herzliches Grüß Gott hier aus dieser wunderschönen Barockkirche Maria auf der Heide. Knapp 100.000 Menschen besuchen jährlich dieses Heiligtum hier am Heideboden östlich des Neusiedlersees. Die Menschen kommen hierher mit ihren Sorgen, Anliegen und Nöten, aber natürlich auch mit so mancher Freude, mit so manchem Glück. Und all das wird auf die Fürsprache Mariens auf der Heide, ihrem Sohn Jesus, anvertraut. Aber das eigentlich Tolle, das dürfen Sie dann hier in diesem Heiligtum erleben. Es ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er ist letztlich das Ziel jeder Wallfahrt und er ist auch das erste Ziel unseres Aufbruchs.